MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, dann ist das halt so, ne? So, jetzt Firmenmanagement, Fahrermanagement. Und zwar brauche ich für jedes Fahrzeug ein erstmal LKW-Management. Ich muss die Farben ändern. Lackierung ändern. Oh, die sieht auch super schön aus, aber naja, eben nicht, ne? So, die Voreinstellung wählen. Okay. Naja, der ist halt irgendwie nur schwarz. Ist komisch, oder? Die Lackierung geht dann hinten nur drauf anscheinend. Oder sollen wir die Mercedes standardgemäß in dieser wunderschönen Farbe fahren lassen? Halt, Standardeinstellung so. Ja, komm, die Mercedes nehmen die Lackierung. Die sieht nett aus. So, Lackierung. Die da kaufen. Lackierung. Die da bestellen. So, Lackierung und bestellen. Und der letzte ebenfalls, die Lackierung hier und bestellen. Perfekt. So, jetzt braucht jeder natürlich einen Fahrer. Da stellt sich der Juraj vor, für Mercedes zu fahren, für uns also und für Mercedes. Die Sarah möchte mit einer Fahrerbewertung ran. Gerade mal 3,3, das ist jetzt nicht der Hit. Aber es ist erstmal relativ pupsegal. Der Jano möchte ebenfalls mitfahren. So, jetzt kommen so langsam die Schlechten. Ah, hier ist noch einer. Der Bella. Der Bella möchte auch fahren, kein Problem. Und hier ist noch einer. Haben wir noch einen? Nein. Ja, viele bleiben uns nicht mehr übrig. Die haben auch nicht so viel Power. Kosten aber genauso viel irgendwie. Keine Ahnung warum. So, wir haben noch 1,9 Millionen auf dem Konto. Das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? So, und fahren selber natürlich weiter unseren Petabild gerade. Puh. Ich würde mal sagen, das war ordentlich an Arbeit, oder? So, komm, geh an, Kollege. Wir fahren einmal vorne raus. Wir können, glaube ich, hier einmal drum rumfahren. Das geht. Natürlich geht das. Wunderbar. Auf jeden Fall erkennen wir jetzt unsere Trucks, wenn sie an uns vorbeifahren. So. Bauschutt runter nach Italien. Bis nach Rom. Da waren wir noch nicht. Sind 28 Tonnen. Ist schwer. Ist richtig schwer. Sind nur 25 Tonnen. Ebenfalls bis Italien. Dann nehmen wir doch lieber die Rohre. Als statt den Bauschutt, oder? Ist meiner Meinung nach. So. Auf geht's. Ah, und schon sind wir da. Perfekt. Was wollen wir denn mehr? Zack. Zack. Annehmen. Ein Stück zurück. Und mitnehmen ist angesagt. Wow. Der ist aber nochmal ein gutes Stück länger, oder? Andocken und los geht's. Oh, weil jetzt hier mit rauskommen vor allen Dingen. Das geht? Ohne Probleme? Sehr gut. Okay. Ich hatte mit mehr Problemen gerechnet. Aber wenn das so einfach ist, warum auch nicht, ne? Jetzt sollte ja eigentlich nur das Geld so reinfließen, oder? Huch, was ist das? Achso, ja, können wir mal alles anmachen, ist ja kein Problem. Ich
Ich wollte eigentlich mal gucken. 15 Stunden brauchen wir circa bis zur Ankunft und 32 Stunden haben wir Zeit dafür. Ist machbar. Müsste machbar sein, sage ich mal so rum. So, zur Firma Faircam geht das. Okay. Boah, hier ist aber ein Stau. Ist man gar nicht gewöhnt in ETS 2. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. Finde den Ausgang vom Stau. Gibt es eigentlich so bekannte Staulieder, die man singen kann, wenn man im Stau festhängt? Ich glaube nicht, aber... Boah, was ist hinter mir los? Ich glaube, irgendein Autohändler hat gerade firmengleiche Autos verschenkt. Sieht auf jeden Fall danach aus, dass irgendwas gratis gab. Oh, schaffen wir es etwa? Noch über grün? Was? Okay, es war wahrscheinlich schon rot. Ich habe es nicht genau sehen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass es rot war tatsächlich. Mann, 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 Mann. Ich vertraue dem Spiel dann mal. Oh, wir ziehen aber das Gewicht ganz gut vorwärts. Hätte ich nicht mitgerechnet. Sind immerhin 28 Tonnen. Ne, 25 Tonnen, Entschuldigung. Hier geht's rechts zur Autobahn und dafür fahren wir auch rechts rum. Schenker, DB Logistik. So kann man auch Werbung machen. So wie DHL zum Beispiel. Geschafft? Ja, sehr gut. An der Laterne vorbei. Das ist das Wichtige. Nicht, dass wir die Laterne noch mitnehmen oder so. Das wäre nicht so schön. Aber es ist mal wieder eine Herausforderung, weil der Anhänger ist jetzt nochmal einen kleinen Ticken größer. Oder länger. Formuliert ihr es, wie ihr es möchtet. Ich würde sagen, er ist einfach länger. Das ist aber machbar. Ich bin da guter Dinge. Jetzt gleich nicht mehr wegen der Kurve, aber vor der Kurve bin ich noch guter Dinge. Jetzt kommt die Kurve, jetzt ist alles vorbei. So. Das Schild steht noch. Ich habe es nicht mitgenommen. Perfekt. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Na, kommen wir doch vorwärts. Perfekt. So, jetzt heißt es, angenehme Reisegeschwindigkeit von 95 km/h annehmen und gib ihm. Ist ja zum Glück nicht mehr so lange. Dann ist für diese Woche auch schon wieder ETS 2 vorbei. Ich habe meinen Tempomat jetzt auf 89 km/h gestellt. Da 95 laut Navi erlaubt sind, fahren wir die auch. Sonst dauert das Ganze ja eh wieder ewig. Dann fahren wir schon 9 km/h mehr, als wir sonst gefahren sind. Das ist immerhin ein Erfolg.
Oh wei, oh wei, oh wei. Na, ist doch gut gegangen, kommen wir doch noch hoch, sehr gut. Hier die Ausfahrt müssen wir nicht benutzen, aber die übernächste, ne, die nächste ist es direkt. Ich liebe Ausfahrten, vor allen Dingen, wenn die so komisch gekringelt sind. Man kommt doch schon selber kaum darunter. Jetzt müssen wir da runterkommen, inklusive langer Ladung. Aber, na, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Wir haben es geschafft. Boah, hier ist ja wohl Schilderchaos. Egal, wo du hinguckst, es sind überall Schilder. Überall. Und die Blitzer reagieren wirklich nicht. Ja, Kollege, zieh vorbei. Ich muss auch noch da vorbei. Oh. Alle Achtung. Ware ist unbeschädigt, okay. LKW kann man reparieren, die Ware leider nicht. So. Boah. Ist das eine Kurvelei? Und jetzt da vorne wieder runter, dann links auf die Landstraße. Ist das euer... Ja, ich fahr da jetzt nicht Landstraße, oder? Doch. Und zwar ein gutes Stück bis nach Mannheim, über Land, weiter nach Straßburg und dann erst auf die Autobahn zurück. Na, da hat sich das Spiel aber gut überlegt, wen sie auf die Landstraße schickt. Alle Achtung. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber anscheinend hat die Stadt... ETS-Entwickler, ne, sich was dabei gedacht, mich über Land zu schicken. Mutig sind sie auf jeden Fall. Respekt. Mut haben sie. Das ist nett, Dankeschön. Dauert trotzdem ein bisschen, bis ich hier rum bin, ohne jemanden zu verletzen. Ja, komm unten auf den Boden an. Komm, komm, komm. Halt die Fresse. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gleich haben wir's. Gleich setzen die hinteren Räder auf und dann schießen wir nach vorne. Oh. Zum ersten Mal erlebt, dass wir tatsächlich ausgegangen sind. Selten, aber möglich anscheinend. Aber Leute, ich würde sagen, da wir ja praktischerweise im Stau stehen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Bis nächste Woche.